Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudinen, hier zur nächsten Folge von FIFA 16 Ultimate Team Pack Opening. Ich hoffe, euch wird es dir gefallen. Haut gerne mal ein paar Däumchen nach oben raus, das wäre richtig cool. Und checkt auch gerne unsere Social Media Seiten aus: Twitter, Facebook, Instagram. Ja, wenn wir nochmal hier reinschauen, Ultimate Team, das Team der Woche ist immer noch gleich geblieben. Es gibt immer noch Ibrahimovic, aber es gibt auch immer noch die Man of the Match Karten. Und diese 15 K-Sets wollen wir nutzen, um was Gutes zu ziehen. Schauen wir mal, ob da was kommt. Und schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, was ihr Gutes gezogen habt. Würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Vielleicht habt ihr ein bisschen Glück gehabt. Vielleicht habt ihr einen Aubameyang oder einen Iba oder sonst irgendwas gezogen. Und ja, wir gucken mal. Ich werde das hier wieder so ein bisschen zusammenschneiden. Zwar gar nicht 4 Millionen Points ausgeben, aber wir schauen mal, dass wir hier was Gutes ziehen. Also, mal schauen. Und da ist auch schon Perisic und Tremolion, wie auch immer heißt. So. Komm schon, gib uns was Schönes. Es ist ein ZOM. Es ist Moutinho. Ui, okay. Ja, aber es ist, glaube ich, nicht so viel wert. Es ist nicht so spektakulär. Von daher, weiter. Drittes Pack. Drittes oder so? Ich kann mir das nicht so schnell merken. Ein Innenverteidiger. Oh, wir ziehen Laporte, den 83er. Der ist auch ganz okay. Oh, ich glaube, der ist auch ein bisschen was wert. Und Westermann. Wahnsinn. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und wir ziehen Vitolo. Hm. Komm schon, komm schon. Gib uns was Gutes. Gib uns was richtig Schönes. Papa braucht ein neues Pack. Mit ganz tollen Spielern drin. Kevin Campbell, wie auch immer er heißt. Campbell. Oh, William. William ist ganz okay, würde ich mal sagen. Der ist ganz okay. Gute Bewertung, 82. Das ist ganz okay. Hat ordentliche Werte, ist ein ganz klein bisschen noch was wert. Ist in Ordnung. Mal schauen, ob es irgendwelche Aubameyangs gibt. Ja, gibt es. 99 Pace. Und er ist mit 1,1 Millionen, 1,05. Also bei knapp einer Million ist er. Das ist schon stark. Das ist schon richtig stark. Also den könnte man sich mal holen. Ich glaube 900.000 habe ich gerade gesehen. Na, ist schon heftig. Ich glaube, der Price Range von bis zu 4 Millionen. Stark. Und wie ist es bei Ibra? Einfach so zwischendurch, um uns mal so ein bisschen das anzugucken. Ibrahimovic, der 95er. Gibt es jetzt hier einmal? Zweimal. 1,8 Millionen. Ist natürlich echt heftig, ne? 1,8 Millionen für Ibra. Und 1 Million für Aubameyang. Na, ich glaube nicht, dass wir die ziehen. Und ein Draft-Token. Wahnsinn, die fallen ja jetzt immer öfter, habe ich das Gefühl. So oft sind sie sonst eigentlich immer nicht gefallen, sonst hat man echt Monate gebraucht, bis man einen Draft-Token mal bekommen hat. Bitte, 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 bitte. Inform! Oh! Miroslav Klose! Eieieiei, ich weiß nicht, ob man erst nur Stürmer oder so gesehen hat. Alter Schwede, ich dachte bei Ich hab nicht richtig hingeguckt. Ich hab's nicht richtig gesehen. Ich dachte nur Inform und Stürme habe ich gesehen. Ich dachte, jetzt kommt einfach Ibrahimovic. Ich dachte einfach, es kommt Ibrahimovic. Es ist Miroslav Klose. Der ist gut. Ja, Miroslav Klose ist gut. Ist ein Inform, ja? Oh, wenn das Ibra gewesen wäre, ey. Wahnsinn. Was bist du so wert? Ja, bis 150.000 wahrscheinlich gar nicht so viel. Ja, der geht für Abschlusspreis so ziemlich. Aber Miro ist bei uns im Team dabei. Nice. Sehr schön. ZDM. Ah, TOT haben wir gezogen. Ich dachte schon, das war beim Überspringen. Und nochmal Whelan. Einfach als Duplikat. Den grün. Okay. Ja gut, warum nicht? Warum nicht? Der kann ruhig auf Minimumpreis raufgestellt werden. Nice. Okay, noch ein grüner dabei. Ah, Lukas. Ich habe jetzt überlegt, rechter Flügel? Ist Neymar rechts? Nein, Neymar ist auf der linken Seite. Linker Flügel, Lukas, ist auch gut. Den kann man mal mitnehmen. Der ist jetzt nicht so teuer mehr, würde ich sagen. Ja, geht fast für nichts. Aber ist nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. Bitte, bitte, komm schon. Gib uns einen schönen Spieler. Krychowiak. Okay. Schön, weiß ich nicht, aber ist er schön? Nee, ist er nicht so sehr, ne? Oh, Manometer. Also, yay. Mit Danny oder Danny. Danny Inform. Richtig schön. Zweite Inform hier in diesem Pack-Opening. Ja, die 15K-Sets, die gehen. Was ist denn der Danny wert?
Oh, sauber. 300k Preisrange. Da geht's so für, na, 50 würde ich sagen. Sauber. Zweite Inform ist am Start. Dazu noch den grünen. Spitze. Komm, ich will wieder einen schwarzen haben. Einen schwarzen. Yeah! Nein, es ist Juan Mata. Juan Mata können wir natürlich auch mitnehmen. 84er, da gucke auch nochmal. Komm, bumm. Jetzt müssten in etwa die letzten drei Packs kommen. Die letzten drei Packs. Ich bin gespannt. Wenn wir hier zum Schluss noch etwas Packluck haben. Ja, nein, vielleicht. Ich sehe gerade noch nicht. Zwei Packs noch mit ein bisschen Packluck. Komm schon. EA, bitte, bitte, bitte. Einfach Ibra. Lass es doch einfach Ibra sein. Nein, es ist Mauri. 80er Gesamtbewertung. Und noch einmal ein Duplikat. Clark. Es ist einfach nochmal Clark. Der wird vermutlich auch auf Abschlusspreis sein. Letzter Spieler. Letztes Pack. Ich bedanke mich wieder bei euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut für diese ordentlichen, für die Infos und für den Grünen auf jeden Fall nochmal ein paar Daumen raus. Das wäre richtig schön. Würde mich freuen. Und natürlich könnt ihr in die Kommentare nochmal reinschreiben, ob ihr was Gutes gezogen habt. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren. Und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao.